lassen Sie sich nie mehr bei mir blicken, nie mehr. Sie sind eine unzuverlässige, unsorgfältige, unordentliche, unverantwortliche. Angela, sag mir noch mal ein Schimpfwort mit un. Findest du nicht, dass du jetzt übertreibst? Du bist einem wirklich überhaupt keine Hilfe. Unbeschreiblich schlechte Putzfrau. Sie sind immer noch da. Ich habe gesagt, sie sollen verschwinden. Angela, haben wir einen Pflasterstein? Hä? Ein Tintenfass? Für was? Nimm ich halt ein Loch. Use, hab ich gesagt! Use! So, das wäre erledigt. Nur den Glaser solltest du mir bestellen für die Eingangstüre. Du hast ja den Locher. Fast hätte ich sie getroffen. Aber im letzten Moment hat sie sich gebuckt. Ah ja, und eine neue Putzfrau muss man natürlich besorgen. Das ist jetzt schon die dritte in dem Monat, wo du uns kriegst. Auf dem Kasten hat es Staub gehabt. Wenn du extra auf den Stuhl steigst und mit weißen Händen drüber fährst. Soll ich etwa mit blutten Händen? Weißt du eigentlich, was meine Maniküre verlangt? Du stellst einfach zu hohe Ansprüche an deine Putzfreude. Ich verlange nur eine absolute Perfektion. Sonst nicht. Ich weiss nicht, Elian. Die Wunderputzfreude, die du dir vorstellst, gibt es, glaube ich, auf der ganzen Welt nicht. Jetzt ist wieder alles picobello. Halt! Sichern! Ein Stäubli! Aber nicht mit mir! Aber nicht mit dem Max Brunner! Du Babs! Hast du die Schuhe abgezogen? Ja. Pantoffeln angezogen? Ja. Die Sohle von den Pantoffeln abgestaubt? Ja. Gut, kannst du reinkommen. Aber nicht zu fest abstehen. Könntest du mir helfen, etwas reintragen? Ich bin am Putzen. Du bist immer am Putzen. Nur wenn es nötig ist. Und wann ist es nötig? Immer. Aus irgendeinem Grund wollen dir in dem Haus, das ich so perfekt im Schuss halte, auch noch leben. Du kannst mir also nicht helfen tragen. Ich muss noch alle Bücher im Regal feucht abwischen. Da habe ich schon seit 3 Tagen nicht mehr. Was meinst du? Was ist das? Ein 61er Lambretta. In Einzelteil. Du verkratzest mir ja den ganz frisch blachen Boden. Sei doch froh, oder wird es dir nicht langweilig, wenn du deine Bücher abgeschleckt hast? Meine Arbeit wird einfach nicht geschätzt. Tja, Max. Hast du deine Schuhe? Abgezogen, angezogen, abgestaubt. Wow, Max. Hier könnte man auch auf dem Boden essen. Man tut, was man kann. Allerdings in meinem Zimmer könnte man auch auf dem Boden essen. Da würde ich doch stark bezweifeln. Mama, es liegt genug rum. Gell, Max, du kannst dich doch sicher an den Film erinnern, Tatjana, die Enkelin des Zaren. Noch nie gehört. Aber den musst du mal gesehen haben. Schwarz-weiß. Das heisst zum grössten Teil nur schwarz. Es spielt fast alles in der Nacht. Wo die letzte Zarenfamilie verschossen wird, versteckt sich die 5-jährige Enkelin in einem Hördöpfelsack hinein und kommt erst nach 3 Jahren wieder raus. Wieso erzählst du mir das? Stell dir vor, heute war einer bei mir in der Videothek und hat behauptet, den Film gäbe es überhaupt nicht. Dabei kann ich mich genau an jede Szene erinnern. Zum Beispiel die, wo sie wieder zum Hördöpfelsack rauskommt, zusammen mit einer Maus, die er dort in der Gesellschaft geleistet hat. Und dann... Erich! Ja? Weißt du, was heute Honolulu für Wetter ist? Wieso? Das interessiert mich genauso wenig wie dein blöder Film. Es ist ja nur, weil der behauptet hat, der Film existiere gar nicht. Aber jetzt habe ich meine ganze Sammlung von alten Filmprogrammen heimgenommen und schaue die durch, bis ich ihn gefunden habe. Aber nicht da rein. Was denkst du von mir? Ich würde doch nie in deinem perfekt geputzten Wohnzimmer, wo die alten Programmhefte doch total voller Staub sind. Schau mal! Erich! So muss einer Mutter gehen, die Fünflinge auf die Welt bringt. Immer wenn du meinst, du seist endlich fertig, kommt noch mal jemand.
dort hin. Das schon gar nicht. Die Schachteln ist schwer. Die Zahnräder sind empfindlich. Aber das Zimmer brauche ich heute Abend. Nein, ich. Ich muss meine Kinoprogrammheft sortieren. Ich muss meine Lambretta sortieren. Wieso machst du das nicht in deiner Werkstatt? Aber dort liegt sowieso schon zu viel umeinander. Aber nicht so viel wie in meinem Zimmer. Heute Morgen konnte ich den Wecker nicht abstellen, wenn ich ihn ums Verrecken nicht gefunden habe. Bitte, Katrin, bitte. Ich brauche den Platz. Was ist denn so wichtig an diesem Kinoprogramm? Dass einer behauptet, es gebe einen Film gar nicht, wo ich mich genau daran erinnere. Kennst du Tatjana, die Enkelin des Zaren? Kommen dort öfter im Vor? Wir kennen nicht. Mit der Szene, wo sie im Maschinenraum von einem Dampfer auf Amerika flüchtet. Und man sieht 10 Minuten lang nur eine grosse Aufnahme von der Schiffsturbine. Ich bin sicher, dass ich irgendwann das Programmheft habe. Erich! Katrin, bitte! Geh doch ins Wohnzimmer mit dem Kram. Das erlaubt mir der Max nie. Der hat im Moment so den Putzwahn, dass er zu jedem, der reinkommt, sagt: Hast du die Zolle von den Pantoffeln abgeschaut? Max, ich habe wirklich keine Nerven für deine Töpfchen-Scheisserei. Oh. Delen hat schon wieder seine Putzfrau entlassen. Ich weiß wirklich nicht mehr, wann ich noch neu soll hernehmen soll. Oh. Vor allem bei diesen Ansprüchen, die Delen hat. Oh. Stell dir vor, die hat extra weiße Händchen gekauft. Wir können kontrollieren, ob auf irgendeiner Kante ein Stäub liegt. Hoffentlich auch. Weiße Händchen gehören zur Standardausrüstung. Schau mal, mit denen bin ich heute überall Türrahmen gefahren und sie sind noch wie neu. Ja, du. Aber ich kann ja schließlich nicht dich als putzfreundliche Buttig. Denk nicht einmal dran. Du hast doch gerade letztens gesagt, du würdest gerne etwas dazu verdienen. Aber sicher nicht als Putzhilfe bei Delian. Ja, ich weiss. Aber irgendwie ist es total schade. Ich meine, wenn ein Genie wie du sich nicht an die ganz grossen Aufgaben wagen kann. Du findest es ein Genie? Im Putzen, ganz sicher. Wie oft habe ich dir zugeschaut, wenn du ein festes Streamen frei hast poliert und habe gedacht, was der Einstein mit einer Gleichung macht, das macht der Max mit einem Schrupper. Was der Pablo Casals mit seinem Cello macht, das macht der Max mit seinem Staubsauger. Was der Picasso mit dem Pinsel macht. Und wenn du auch noch den Goethe und den Beethoven ins Dreieugst draufzählst. Alles Höbeln wird dir nichts nützen. Ich gehe nicht für Delian putzen und damit fertig lustig. Klar, natürlich. Ich akzeptiere das. Ich habe gut verstanden, dass du Angst hast. Angst? Ich? Was Putzen anbelangt, die Stellen wirklich sehr pingelig. Und nicht jeder hat den Mut, sich der Herausforderung zu stellen. Mit Mut hat das gerne zu tun. Ich will einfach nicht. Das hast du sicher auch schon auf dem Pausenplatz gesehen, wenn er anders stärker war als du. Eine Hand könntest du mir auf den Rücken binden. Und ich würde die Boutique immer noch so sauber bringen, dass Delian von lauter Glanz Sonnenbrillen anlegen müsste. Aber du willst einfach nicht. Nein, ich will einfach nicht. Okay, das ist die Sache erledigt. Das ist deine Entscheidung. Ich werde dir auch nie einen Vorwurf machen. Auch nicht, wenn mich Delian selten entlassen ist. Auch nicht so wichtig, ob ich meine Stelle verliere oder nicht. Wieso solltest du deine Stelle? Was hättest du als Manager mit einem leitenden Mitarbeiter gemacht, wenn nicht einmal in der Lage ist, eine brauchbare Putzfrau zu finden? Aber bitte, wird wild. Aber ich kann doch nicht für Delian. Angie, gut, dass du da bist. Gell, du kennst Tatjana, die Enkelin des Zaren. Ist das eine neue Bekannte von dir? Das ist ein Film. Weißt du, der, wo sie dann auf Amerika kommt und weil sie so lange in einem Hördöpfelsack gelebt hat, vertreibt sie das Tageslicht nicht mehr und drum. Erich? Vater ist? Das hat mich der Max schon gefragt. Aber eins kann ich euch sagen. Was Film anbelangt, sind ihr totale Banausen. Ja gut, dann gehe ich jetzt ins Rat für Putzinstitut durchschauen. Du, Angela, ich habe mir überlegt, wenn es nur vorübergehend wäre. Natürlich. Und wenn ich meinen eigenen Flummer mitbringen kann, den ich daran gewöhnt bin. Selbstverständlich. Und vor allem, wenn es Delian nicht erfährt. Wie soll das gehen? Ich gehe noch in der Nacht putzen, inkognito. Und du erfindest für sie irgendeine Geschichte. Max, du bist ein Sonnenschatz. Willst du das wirklich für mich machen? Man hat so seine Verpflichtungen als Genie. Elian, ich wollte nur schnell sagen, ich habe eine neue Putzfrau gefunden. Nein, es war überhaupt nicht schwierig.
Mehr so schöne Methode als Managerin. Mit Musik für Nachtschwärmer machen wir jetzt einen kleinen Abstecher auf Russland. Kalinka. Tatjana Zarentöchterli, hast dich so lange vor mir versteckt. Aber ich habe dich gefunden. Tatjana Schätzli, für dich gebe ich sogar die Eliane auf. So brennt da noch Licht. Wenn man mal nicht daheim ist, oh, bin ich müde. Aber die Butte glänzt wie. Ist schon gleich, wie sie glänzt. Nur einen Moment absitzen, bevor ich ins Bett gehe. Nur ein Moment. Und da für alle, die jetzt immer noch hellwach und voll im Schuss sind, es ist genau 4:30 Uhr. Angela, aufstehen, schaffen, Geld verdienen. Ich schlafe noch eine Runde. Tatjana, stell den Wecker ab. Wenn du findest in meinem Puff. Sollst du dich wirklich wieder mal rasieren, Angela? Oh mein Gott, ist das für eine Spinner um die Zeit? Angela, sollst du wirklich mehr essen? Du hast ja Shampoo abgenommen. Du bist nur noch stecken. Was ist los, Elian? Ich bin gerade auf dem Heimweg von dieser Gala und da habe ich gedacht, du kommst einfach schnell bei uns vorbei. Am Morgen um 4:30 Uhr. Wieso bei euch? Nein, in der Boutique bin ich gesehen. Aber als ich gesehen habe, was dort passiert ist. Und was ist denn da passiert? Eine Bombenexplosion oder ein Vulkanausbruch? Was ist in der Boutique los? Aber so sieht es halt aus, wenn man einen Mann den Haushalt feiern lässt, der nicht einmal fähig ist, sein eigenes Wohnzimmer in Ordnung zu halten. Wieso schläft der Max eigentlich auf dem Sofa? Er ist ihn endlich aus dem Ehebett verbannt und jetzt tröstet er sich mit einem Flummer. Nein, der Max ist heute in der Nacht. Was? Nix. Und der Erich schläft auch auf dem Sofa. Haben die Biebli heute Pyjama-Party vom Kindergarten? Würdest du mir jetzt bitte sagen, was in der Boutique Schlimmes passiert ist? Gar nichts Schlimmes. In der Boutique ist alles in Ordnung. Und wegen dem liegst du mich mit in der Nacht aus dem Bett? Das ist doch eine Sensation! Was? Dass in der Boutique alles in Ordnung ist. Absolut perfekt aufgeräumt. Und sauber ist es nie in einem Stäubli. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mal. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das glaube ich kaum, wo du in so einem Chaos musst wohnen. Hey, Max, nicht pfusen. Aufstehen und putzen. Deine Wohnung hat es dringend nötig. Abputzt die ganze Nacht. Im Traum vielleicht. Solltest du mal bei mir in der Boutique vorbeikommen? Das ist super. So einen Glanz brächtest du in 1000 Jahren nicht an. Meinst du? Elian, schön, dass du mit dieser neuen Putzfrau so zufrieden bist. Das ist auf ein Krach. Bist du eben auch schon im Bett? Wo sonst? Die heutige Jugend hat einfach keinen Pfiff mehr. Als ich noch ein Teenager war, bin ich nie vor dem Morgen um 6 Uhr aus dem Ausgang gekommen. Was ist los? Ich wollte nur schnell deiner Mutter sagen, dass sie die neue Putzfrau unbedingt auch für mich daheim anstellen muss. Sie soll gerade heute noch vorbeikommen. Das wird leider nicht gehen. Nein, das wird überhaupt nicht gehen. Völlig unmöglich. Wieso nicht? Weil... Ein Tatjana. Hey, man schnarchelt nicht, wenn eine Dame anwesend ist. Tatjana. Hä? Tatjana, Enkelin des Zaren. Wer ist Tatjana? Das ist eben die neue Putzfrau. Genau, eine uralte russische Emigrantin. Die so menschenscheuch ist, dass sie von niemandem gesehen werden. Das gibt's doch gar nicht. Mama, wenn man 3 Jahre in einem Herdöpfelsack geklebt hat. Was? Ja, sie hat schwere Zeiten hinter sich. Darum ist sie ein bisschen eigen. Aber im Putzen ist sie ein Genie. Putzen?
Ich kann mich nur erinnern, wie die Schiffsturbine 10 Minuten lang in einer Grossaufnahme. Was für eine Turbine? Hast denn du den Film nicht gesehen? Was für ein Film? Der hauchdünne Film von strahlender Sauberkeit, der über jeder Oberfläche liegt, die ich behandelt habe. Wieso du? Sie meine ich natürlich, wo sie behandelt hat, Tatjana. Und der solltest du ein Beispiel nehmen. Die Kapuze. Bei der wäre nie so eine Unordnung wie bei dir daheim. Ja, wer hat überhaupt das durcheinander gemacht? Ich habe nur mit Tatjana gesucht. Und ich habe sie gefunden. Im Traum. In Wirklichkeit kann man sie gar nicht finden, weil sie quasi unsichtbar ist. Genau. Völlig unsichtbar. Das werden wir ja sehen. Nein, die wirst du ganz bestimmt nie sehen. Das ist viel zu menschenscheuch. Dabei wäre sie das früher gar nicht gewesen. Wie ist nachdem Bolschewiken ihre ganze Familie verschossen haben? Ja, sie hat ein tragisches Schicksal gehabt. Von mir aus. Wenn man da so eine gute Putzfrau wird. Max, vielleicht solltest du dich auch mal ein bisschen von den Bolschewiken verschießen lassen. Deine Wohnung hat es nötig. So, jetzt gehe ich ins Bett. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Mich hast du aus meinem gerissen. Mach doch nichts draus. Neben einem Mann wie Max sieht sogar die wüsteste Frau noch gut aus. Ist das ein grauenhaftes Weib? Hast recht, sie wäre wirklich unausstehlich, wenn ich nicht so easy verliebt wäre. Die Hauptsache ist, dass sie nicht gemerkt hat, dass ich bei ihr geputzt habe. An der solltest du ein Beispiel nehmen, Max. Ich gratuliere dir. Du hast von der strengsten Kampfrichterin an der Putzolympiade eine perfekte Note bekommen. Danke, danke, danke. Aber ich hätte den Sieg nie erreicht ohne meinen Trainer Erich. Und mich 100-mal das gleiche Wohnzimmer putzen lässt, weil er jedes Mal prompt wieder einsaugt. Erich, was ist das für ein Klump? Es tut mir leid, wenn es gerade ein Bier ein bisschen unordentlich aussieht. Dafür habe ich gefunden, was ich gesucht habe. 1927, schwarz-weiß. Ich habe recht gehabt. Tatjana, die Enkelin des Zaren, existiert. Aber kennst du eine Fortsetzung von dem Film? Es gibt eine Fortsetzung. Klar. Tatjana wird Putzfrau. Wer ist da? Zu Nacht am Elfi. Ein Einbrecher. Wartbürstli. Hallo? Hallo, Frau Tatjana. Ich weiß, dass Sie menschenscheu sind, aber vor mir müssen Sie wirklich keine Angst haben. Ich bin Elian Bissig und mir gehört der Laden. Ich bin nur hier hergekommen, um Ihnen zu gratulieren, dass Sie so perfekt geputzt haben. Und um Sie zu fragen, ob Sie nicht auch bei mir daheim möchten. Verwünscht! Da ist sie auch nicht. Vielleicht ist sie schnell raus. Katrin, da ist Elian Bissiger. Hol mir bitte Angela ans Telefon. Nicht daheim? Wo treibt ihr sich denn um so spät? Sag ihr, sie soll mir anrufen, wenn sie zurück ist. Ich bin in der Boutique und ich bleibe da, wenn nötig, die ganze Nacht, bis ich die geheimnisvolle Putzfrau gefunden habe. Was heisst du, Ohalatz? Ich kann schliesslich in meinen Laden, wenn es mir passt. Gute Nacht. Wer? Das ist ja ganz nass. Möbelpolitur. Einfach draufgespritzt und nicht weggeputzt. Wenn mir Rocken Flecken hat, dann ziehen wir das vom Lohn ab. Max? Max, du hast den Flümer daheim vergessen. Elian? Wieso bist du da? Und wieso hast du keine Rocker? Was hast du jetzt gerade gesagt? Wieso du keine Rocker hast? Nein, wo du reingekommen bist. Da hast du auch schon keine Rocker gehabt. Ich habe dich gefragt, was du gesagt hast, wo du da reingekommen bist. Elian, wieso bist du da? Nein, vorher. Nix. Du hast gesagt, Max, du hast die Flume daheim vergessen. Habe ich gesagt? Hast du gesagt? Ja, dann würde ich das wohl gesagt haben. Wieso suchst du den Max um diese Zeit hier in der Boutique? Weil ich habe einen Verdacht, dass er mich betrügt. Was?
Dass er sich hier in der Boutique heimlich mit einer anderen trifft. Der Max? Was für eine Frau sollte denn so eine Geschmacksverstauchung haben, dass sie sich mit dem Max... Du bist ohne Rock hier gestanden. Du meinst aber nicht, ich hätte etwas mit deinem Mann. Also wirklich? Da würde ich ja noch hinter mit einem Gorilla. Oder sogar mit dem Erich. Auf jeden Fall bin ich hierher schauen, ob er... Und hast ihm da dazu seine Flume mitgebracht. Kannst du mir bitte erklären, für was ein Mann beim Ehebruch seine Flume braucht? Für... Angela, es hat keinen Sinn. Wir müssen Elian die Wahrheit sagen. Max! Bist du jetzt die ganze Zeit? Die ganze Zeit? Und du hast mich gesehen, wenn ich... Habe ich gesehen. Aber ich kann dich beruhigen. Ich wäre auch lieber mit einem Gorilla. Würdet ihr mir jetzt bitte erklären? Ja, ich glaube, die Erklärung sind wir dir schuldig. Du willst dir wirklich alles sagen? Es geht nicht anders. Also, Eliane, es ist so. Der Flümer hier... Ist natürlich nicht mein Flümer. Sondern? Der von der Tatjana. Es war ihr letzter Wunsch, dass er mit ihr zusammen begraben wird. Begraben? Ja, sie ist heute gestorben. Sie ruhe in Frieden. Ausgerechnet heute? Wieso? Es ist eine tragische Geschichte, gell, du Angela? Ganz eine tragische Geschichte. Ja, was ist passiert? Erzählst du ihren Angela? Nein, Max, es erschüttert mich zu fest. Erzählst du? Also, Tatjana ist doch so menschenscheuch nach all diesen Schicksalsschlägen, die sie erduldet hat. Das Tageslicht hat sie auch nicht vertraut. Überhaupt nicht vertraut. Darum hat sie sich tagsüber immer in ihrer Wohnung verbarrikadiert und Fernsehen geschaut. Bei geschlossenen Fensterläden. Total geschlossenen Fensterläden. Und heute hat sie beim Fernsehschauen einen fürchterlichen Schock erlebt. Der Sepp Deutsch ist auftreten. Schlimmer. Sie haben eine historische Sendung gebracht über die Erschüssung der letzten Zarenfamilie. Da hat bei der Tatjana die ganz schlimmen Erinnerungen wieder wachgerufen. Wahnsinnig schlimme Erinnerungen. Sie hat gemeint, die Bolschewiken seien hinter ihr her. Sie wollte flüchten, hat den Fensterladen aufgerissen, hat das Tageslicht gesehen, hat einen fürchterlichen Schock erlebt und bums, ist sie tot umgekehrt. Genau so ist es gesehen. Bums. 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 Das ist ja furchtbar. Moment mal. Das erklärt aber alles noch nicht, was der Max um die Zeit in meiner Boutique gesucht hat. Das war auch ein letzter Wunsch von ihr. Dass ihr letzter Arbeitsplatz noch das letzte Mal mit Möbelpolitur besprayt wird. So, und jetzt gehe ich direkt zum Beerdigungsinstitut und lege ihr die Spraydose in ihren Sarg. Zusammen mit dem Flümer, was ich ihr sogar hatte. Was ich dann vergessen habe. Jetzt könnte ich gerade brüllen. Weil dich das tragische Schicksal so erschüttert. Nein. Weil ich jetzt wieder keine Putzfrau mehr habe. Es gibt niemanden auf der Welt, der so super putzt wie die Tatjana. Ausser ich. Max, auch wenn du 1000 Jahre wirst trainieren, an die Wunderputzfrau kommst du nie an. Wie du meinst, Eliane. Sie putzen in Frieden Tatjana, die Enkelin des Zaren.